Ihr seht mich jetzt hier auf dem Dach von meinem Hotel in Kalpetta. Kalpetta ist ein Ort ziemlich nah am Wayanad Nationalpark und der liegt im Norden von Kerala. Es ist hier nicht so weit zu den Grenzen von Tamil Nadu im Osten und Karnataka im Norden. Ja, der Wayanad Nationalpark und auch die Landschaft hier in Umgebung von dem Nationalpark gehört zu so den schönsten, traumhaftesten Landschaften, die auch Kerala, was ja an sich schon sehr, sehr grün ist und sehr, sehr schön ist, zu bieten hat. Es gibt hier, sind so die Ausläufer von den Westghats. Also es ist nicht ganz so hoch, aber trotzdem ist man hier schon auf so ungefähr 700 Meter und hier gibt es so einige wunderschöne, tolle Berge. Und tropische Regenwälder kann man fast sagen. Also es ist wirklich super, super tropisch hier und super idyllisch. Das sieht hier alles so nach Dschungel aus und tolle Berge. Hier im Hintergrund sieht man so einen kleineren Berg. Gibt es noch höhere Berge, die dann knapp über 2000, glaube ich, gehen. Ja, nee, Quatsch, über 1600, glaube ich, ist das hier. In den Bergen weiter in den Westghats Richtung Osten wird es dann höher. Aber ja, super schöne Landschaft. Ich habe hier von Kalpetta einen Ausflug gemacht weiter in den Süden. Da gibt es den höchsten Berg hier, den Chembra Peak. Ja, der ist doch bei 2100 Meter. Ihr seht, ich bin ein bisschen verwirrt mit den ganzen Höhen und Bergen, die es hier überall gibt im Süden von Indien. Chembra Peak 2100 Meter hoch. Da kann man nicht ganz oben rauf. Es ist verboten worden, weil es diese Ayurveda-Pflanzen, die dort ganz oben wachsen, sind geschützt. Deswegen dürfen da keine Wanderer hoch. Man kann auf 1600 Meter nämlich hoch wandern. Da habe ich eine Wanderung gemacht und die war echt traumhaft schön. Tolle Ausblicke auf diesen ganzen großen Dschungel und der da oben in dieser Hügelberglandschaft auch. Das hat mich total erinnert an tropische Inseln wie Hawaii oder Réunion zum Beispiel. Super, super toll. Und da oben wandert man dann hoch zu so einem ganz kleinen idyllischen See, der in den Bergen liegt. Da unterhalb von diesem Chembra Peak. Es geht schon steil hinauf. Man braucht ungefähr so 3 Stunden für die ganze Tour hoch und runter. Sehr zu empfehlen. Es liegt da, wie gesagt, nicht im Wayanad Nationalpark direkt drin, sondern ein bisschen südlich hier. Kalpetta ist dafür ein sehr guter Ausgangspunkt. Es gibt ja auch noch die bekannten Edakal-Höhlen. Caves, die habe ich mir auch angeschaut, auch gestern. Das sind auch so Höhlen, die oben in so einem Berg liegen. Man muss da ziemlich lange Treppen hochlaufen und steile Wege. Auch so ein Touristenspot, kann man sagen. Und läuft da durch so ein, ja, so ein kleines Höhlensystem, kann man sagen. Und kommt dann so eine große Haupthöhle. Das sind so Riesenfelsen, die so aneinander gepresst sind. Und dazwischen ist halt so eine Höhle. Oben ist es ein bisschen offen. Und das Besondere an dieser Höhle ist halt diese uralten Felsmalereien, die dort sind. Ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, sind die 6000 Jahre alt oder so. Also wirklich uralt. Sehr nett anzusehen. Bekanntes Ausflugsziel hier, kann man machen. Ja, in dem Wayanad Nationalpark an sich, der auch toll sein soll, da war ich jetzt nicht drin, weil man kann auch da wieder nicht wandern. Und ich bin einfach nicht so für Safaris. Man kann auch da die Safaris machen. Einmal ganz im Norden, Tolpeti, das ist von hier so 2,5 Stunden Fahrt, wo man umsteigen muss. Ist so ein Ausgangspunkt für diese Safari und dann im Osten östlich noch von Sultan Bateri, so der andere Eingang zu dem Park. Auch da kann man Safaris machen. Da sind wohl mehr Elefanten. Im Norden sind es wohl mehr so diese Büffel und Bisons, die man da auch so sehen kann. Kann ganz nett sein, ist halt nur nicht so mein Ding und mich hat es hier ziemlich flach gelegt mit Krankheit, deswegen habe ich auch viel Zeit verloren und mache das nicht. Aber ja, vielleicht sind die Safaris auch ganz nett. Ja, ansonsten, gerade hier im südlichen Bereich kann man echt viel unternehmen. Hier gibt es auch so kleine Bambusdorf, das heißt Uravu, auch ganz nett. Das kann man sich anschauen, da wird so viel Kunsthandwerk gemacht, so viel aus Bambus. Und ja, noch einige andere Dinge, hier kann man auch andere Wanderungen machen. Also es ist echt super schöne Landschaft hier so zum Wandern und um in die Natur zu gehen. Es gefällt mir ehrlich gesagt noch besser als in Ooty. Ja, wenn mich hier nicht der Virus ergriffen hätte, dann wäre ich hier bestimmt noch ein bisschen länger geblieben. Ja, also es ist echt eine super schöne Gegend hier. Kann ich sehr empfehlen. Und ja, ich habe jetzt aber genug von dem Süden. Erstmal. Fliege jetzt erstmal nach Bangalore und dann geht's ab in den Norden. Bis dann.